Folge 2 von Super Mario Bros. Beim großen NES Special. Genau, und Dennis zeigt jetzt mal, was er kann. Na, mal gucken. So, erstmal Start. Und jetzt habe ich 3 Leben, um bis zu Bowser zu kommen. Und ihn im besten Fall... Oh Gott, das steuert sich ja wunderbar. Oh, 3 Leben, um bis zu Bowser zu kommen. Und das Schlitzohr... No! Ja, das fängt ja schon mal gut an. Das hast du ganz toll gemacht. Das hatte ich vergessen, dass das so funktioniert. Alter, ich habe lange kein Mario mehr gespielt, offensichtlich. Das hat damit nichts zu tun, die Steuerung ist absolut veraltet. Ja, okay. Oh. Den wusste ich noch. Das war jetzt aber Intuition, dass man da runterdrücken muss an der Stelle. So. Ich weiß, dass sowas geht, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, alle Röhren durchzusehen. Ich habe auch, bei den anderen habe ich nicht nach unten gedrückt, nur bei der. Irgendwie war das Gefühl da, dass das die richtige ist. Komm her, komm her, komm her, komm her. I wanna kill you. Ah, oh, I like killing. Killing is so much fun. Okay. Ah, Mann. Aber wir hatten ja vor, dass ich hier den Highscore knacke von dir. Ja. 44.750. Hast du jetzt schon vorgelegt? Ne? Schon die Hälfte habe ich schon. So. Aber du hast das Level massiv abgekürzt, ne? Habe ich. Ja. Cool. Gut für mich. Gut, ja, für sowas muss man halt wissen. Ja. Das ist halt für die Leute mit Skill. Ja. So, jetzt versuche ich jetzt zu klein. Nee, jetzt dafür hast du keine Feuerblume. Ja, okay, ich habe keine Feuerblume, das ärgert mich wirklich. Ich habe auch das Gefühl, du bist nicht wirklich viel gerannt, ne? Also in deinem Durchgang. Nee. Ah, man kann ja auch von oben nach unten nicht auf die Sachen raufspringen, das ist auch nervig. Die kaputt machen diese Blöcke. Hey, wieso leben die denn jetzt? Die müssen... Weil das aus dem Bildschirm raus ist. Ah, Mann! Heute ist alles besser. Das ist nur das, was ja im Bildschirm ist. Alles andere wird gar nicht berechnet wahrscheinlich. Ja. Dafür war gar keine Leistung da damals. Oh, ich würde mich jetzt gerne an einer Wand festhalten, wie bei Ninja Gaiden, und hochspringen. Boah. Gerade so. Ich bleib mal hier. Pump. Hä? What happened? Der wollte nicht. Was zur Hölle? Der ist in der Leiche abgeprallt. Okay. Und runtergefallen, schade. Ja, doof für ihn, würde ich mal sagen. Aber jetzt hätte ich gerne eine Feuerblume. Hätte ich doch bloß eine Feuerblume. Man kann nicht alles haben. Ah. Das war knapp. Ja, in der Tat. Warum sind hier so viele Gegner? Die sollen mal alle abhauen. Okay. Bis hierhin läuft es doch gar nicht mal so mega kacke. Nee, das ist schön. Auf einem guten Weg. Dabei. Ich schaff das alles noch in der ersten Hälfte der Folge. Was machen wir dann? Welt 2. So, warte mal. Mal hier ein paar mehr Punkte holen noch. Fuck. Ja, das mit dem Rennen wusste ich nicht. Ja, mit B einfach gedrückt halten. Das war auf dem Gameboy auch so. Das habe ich noch irgendwie im Muscle Memory war das noch drin. Von den 2 Wochen Gran Canaria. Ja. Mit Super Mario Land. So viel Super Mario habe ich nie gespielt. Oh. Du bist dann erst bei der Wii eingestiegen. Mit New Super Mario Bros. Nee, hast also du Mario du hast ja kein N64, ne? Allein dadurch schon, weil genau, Mario 64 war halt, das habe ich, also... Das habe ich dann... Möchte ich nicht wissen, wie viel Zeit. Das habe ich dann... Nee, die 3D-Spiele habe ich dann sehr viel gespielt, also... Das nein, fuck! Das habe ich dann auf dem DS nochmal so richtig gespielt. Stimmt, da gab es ja eine DS-Umsetzung. Wir hatten N64, das hatten wir. Okay. Ja. Da habe ich das auch schon gespielt, aber... In meinem Kopf bist du immer das Sega-Kid, irgendwie. Ja, aber N64 hatten wir dann irgendwann. Ja, auch mal eine gute Konsole. Ach, Sega war auch cool. Ja, Sega war auch cool. Man, das ist doch immer nur der Spruch von denen, die es nicht hatten. Ist doch immer so. Ja, ah, jetzt komme ich da eigentlich ran. Ja, aber richtig durchgespielt habe ich das, glaube ich, erst auf dem DS dann. In der 3D-Umsetzung. Ja. Oh, fuck. So, hier gab es doch jetzt einen Pilz, oder? Komm. Und dann habe ich eigentlich die 3D-Mario, das habe ich dann alle gespielt. Also ich habe Sunshine gespielt. Na, bis auf das für die Wii U, ne? Das Mario 3D World. War es ja keine Wii U. Genau. Das habe ich. Du hast eine Wii U, Quatsch. Das habe ich gerade. Ich hatte gerade irgendjemand anders im Kopf, der keine Wii U hat. Karin? Kann ich jetzt mittlerweile auch eine. Verdammt. Komm. Ich meine, ich habe jetzt natürlich keine Wii U mehr. Natürlich. Die ist ja bei meinen Eltern geblieben.
mein ist Bruder. Nicht mehr umgezogen. Boop. Und der hat es seitdem auch sehr viel genutzt. Aber du hast ja eine Switch jetzt und alles wird, was für die Wii U rauskam, wird über kurz oder lang als HD-Remake für die Switch kommen, weil sie da nochmal das Geld verdienen können mit all denen, die keine Wii U hatten. Ja. Weil ich meine, es ist ja blöd sozusagen, du hast eine verlorene Generation von Spielen sonst so gefühlt für Nintendo. Ja. Die sagen sich natürlich, dass komm, wir bringen die Spiele alle nochmal raus. Siehst du ja jetzt am Mario Kart, das Ding wurde 350.000 Mal vorbestellt. Mario Kart 8. Ja, das habe ich nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Hab's ja schon. Ja. Aber ich meine, es gibt genug Leute, die sich das jetzt nochmal zu Gemüte führen. Och, fuck. Ich finde das halt, das weiß nicht so geil, oder? Es war eher, ja, eher schwach. Eher schwach. Aber es soll ja tatsächlich sehr gut sein, das ist die Umsetzung für Mario Kart. Ja. Vor allen Dingen der Arena-Modus, der war ja nun mal verkackt auf Mario Kart 8. Bei Mario Kart 8. Nein! Oh Mann! Die Stelle ist schon noch ein bisschen schwierig. Stelle ich fest. Mal von vorne probieren. Ja, aber hey, 6 Minuten, das ist genauso lange, wie du bis zum Game Over gebraucht hast. Ja. Und ich hatte 59.000 Punkte, ich habe jetzt schon gewonnen. Ja, weil du die Abkürzung kanntest. Ja, ich werde die auch wieder benutzen. Also, ich meine, es ist ja nicht. Ja, natürlich. Es ist ja auch blöd, nicht zu benutzen. Oh, und diesmal hole ich mir auch die Feuerblume. Also, ich bin mir relativ sicher, dass viele der Spiele von der Wii U nochmal kommen werden. Also, ja. Wüsste jetzt nicht genau welche, aber so 3 oder 4 davon bestimmt. Ja. Ah, trotzdem ist es halt merkwürdig, dass sie irgendwie kein neues Mario halt auf die Beine gestellt haben. Naja, das kommt vielleicht ja noch. Oder? Ja, das kann sein. So ein Mario Kart 9, warum nicht? Vielleicht geben sie ihm auch mal wieder irgendeinen dummen Untertitel wie Double Dash oder so. Ey, nichts gegen Double Dash. Double Dash ist das schlechteste Mario Kart. Warum konntest du zu zweit in einem Auto sitzen? Das ist richtig, und wozu war es gut? Für gar nichts. Guck mal, ich habe sogar noch mehr Punkte als letztes Mal geholt. Einer konnte die Items werfen und der andere fahren. Ja, das war ganz nett für eine Viertelstunde oder so. Man musste gemeinsam driften. Das war echt so krass, wie enttäuscht ich von Double Dash war. Ich habe das echt so wenig gespielt nur. Und habe mir sogar selber gekauft von meinem Taschengeld damals. Also auch, dass du die Blumen noch bekommst. Ja, die krieg ich schon noch. Mach dir mal da doch keine Sorgen. Mehr. Ich bin doch ein geskillter Pro. Erstaunlich viel gespielt. Ja, wenn man sonst nichts hat im Leben. Nein, das war wirklich komisch. Ich war so ein Fan von Mario Kart 64 und dann war das irgendwie einfach mega enttäuschend. Dabei ist Double Dash ja eines der Spiele, die am meisten E-Sport-mäßig gespielt wurden, was Nintendo angeht, ne? Ja. Also der GameCube ist ja die E-Sport-Konsole von Nintendo. Weil du hast da drauf Super Smash Bros. Melee hieß es, ne? Ja. Und du hast Mario Kart Double Dash. Und das sind die beiden größten Titel, was E-Sport angeht für Nintendo. Das ist richtig, richtig krass. Also ja, bis heute. So richtig viel E-Sport gibt es ja bei Nintendo auch nicht. Nee, aber genau. Aber die beiden sind, also es gibt ja bei beiden noch so internationale Turniere mit zumindest 100.000er Preisgeldern und sowas. Bei beiden Spielen. Also jetzt nicht bei Double, also sie spielen ja nicht die alten, sondern die aktuellen Versionen halt. Aber da fing es ja an sozusagen. So. Hier zwei Scheiben, aber es ist schon einfacher mit der Feuerblume. Also. Ja. Aber auch erstmal haben, ne? Feuerblume haben oder nicht haben ist es. Und wir haben es geschafft. Ja, der braucht halt immer noch so eine Viertelsekunde, bis er anfängt zu rennen. Und wenn du von vorher springst, dann bist du halt lahm wie eine Ente. Ja. Eine lahme Ente. Dann verschenkst du halt 5000 Punkte. So, jetzt unser Lieblingslevel. Na komm, lass uns mal kommen. Genau, wir müssen jetzt keine Dick machen. Wir haben Zeit. Wir wollen nicht noch ein wertvolles Leben verschenken. Ja. Das ist doch nicht wahr, ey! Warum passiert sowas? Ich mach das nicht mit Absicht. Ich mach das nicht mit Absicht. Wieder an derselben Stelle wie vorhin, ey. Das ist doch alles doof. Ja. Doofes Spiel. Mann.
Aber wenigstens kommt man so langsam auch in die Sprungphysik rein. Das nützt einem nichts an der Stelle hier. Vor allem, man muss ja einfach nur vernünftig springen, dann passiert ja überhaupt nichts. Ja. Oh. Das war schon blöd. Danke für den Comment. Comment der Woche. Sag nichts. Hm. Stille! Schweig! Möglicherweise hast du zwar den Highscore, aber ich finde, wenigstens bist du zu Bowser gekommen. Ja, ich gebe zu, das ist... Aber guck mal, hier war ein Speicherpunkt. Ja, ich komme wahrscheinlich nicht bis zu Bowser, aber ist jetzt auch egal. Denn dann haben wir wenigstens ein für alle mal festgestellt, dass du der tolle Hecht bist. Aber das wussten wir doch vorher schon. Ja, okay, es ist jetzt... Mann, was haben wir denn dann jetzt gewonnen? Gar nichts. Keine Erkenntnis, kein Nix. Ach, Erkenntnis. Brauchen wir alles nicht, ne? Geschmäntnis. Genau so sagt man das. 5000 Punkte, yes. Und ich habe sogar nochmal meinen Highscore überwunden. Ja, und das ist gar nicht schlecht. Nee. Highscore Master. Du kannst immer noch zu Bowser kommen. Mach mir keinen Druck. Das ist gar nicht so schwer. Du darfst jetzt nur nicht bis zu Bowser sterben. Danke dafür. Okay, ganz langsam. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt hast du es fast, jetzt hast du es fast, jetzt hast du es fast. Nein! Ja! Nein! Aber ich habe auch 12 Minuten gespielt, so wie du. Ja. Ah, wir sind so schlecht. Ich war noch nur 3 Meter weg vom fucking Bowser. Ich konnte seinen Atem schon riechen. Ja. Nee, das ist mein Atem, entschuldige. Ach so. Ja, super, okay. Super Mario Bros. Auf dem NES. Auch nicht leichter als... Naja, doch. Also irgendwie schon. Ein bisschen schon. Also ich meine, du hast das jetzt nicht gespielt, das andere, aber man kommt zumindest bis zum Ende von Welt 1. So, das kriegt man schon hin. Und wir haben jetzt jeweils nur 12 Minuten gebraucht. Das ist machbar. Richtig. Das ist machbar. Also, ist jetzt kein einfaches Spiel, aber das hat ja auch keiner behauptet. Nee, man soll ja auch ein bisschen Spaß damit haben. Genau. Es wäre langweilig, wenn man jetzt so ein Spiel einfach durchspielen könnte. Ich glaube auch nicht, dass das 8 Welten... Hat das 8 Welten oder hat das nur 4? Ich weiß gar nicht, das erste. Das weiß ich nicht. Musste man halt mal... Lass mich das mal gleich rausfinden. Kannst du es ja mal nachgucken. Also, ja. Ist schon Wahnsinn. Das macht schon immer noch Spaß. Das ist 32 Jahre alt, es macht immer noch Spaß. Okay, ist jetzt natürlich auch angepasst an bisschen an moderne Gegebenheiten, dadurch, dass wir es auf dem großen Fernseher spielen können und optisch es ja auch ganz nett aussieht, durch die Größe und so und die Klarheit. Aber die Auflösung ist ja auch groß gezogen jetzt. Ne, genau, aber es sind halt immer noch, es ist die gleiche Auflösung. Die Pixel sind halt größer. Die Pixel sind größer, ja. Aber dadurch erkennt man ja auch besser die Sachen. Das ist schon krass, wie unergonomisch das Controller damals waren. Man saß früher einfach viel näher am... Am Fernseher. Am Fernseher. Am großen Röhrenfernseher. Ich habe ja den Traum nochmal, wenn wir umziehen irgendwann, dass ich ein... Wenn wir eine groß genug Wohnung haben, dass ich noch irgendwie ein Hobbyzimmer habe, so ein Spielzimmer oder sowas, da habe ich ja den Traum, dass da ein schöner Flachbildfernseher an der Wand hängt und dann auf der Seite nochmal ein Röhrenfernseher steht, wo ich dann das N64 und so und die Alpkonsolen anschließen kann. Weil die sind ja dafür gemacht, die Bilder. Die sind ja am Rand immer so verzerrt so ein bisschen, ja. Was die Konsole ausgibt, dass das eben auf dem Röhrenfernseher ausgeglichen und gut aussieht. Hm. Und dadurch sehen die auf dem Plasmafernseher oder auf dem LED oder so, sehen die nicht mehr so gut aus, die alten Spiele. Da träume ich ja noch davon, mir so richtig schön großen Röhrenfernseher nochmal in die Ecke zu stellen. Acht Welten gibt es. Ja. Okay, also wir haben ein Achtel des Spiels haben wir ungefähr geschafft. Naja, nicht ganz. Ungefähr. Ja. Ungefähr. Ja, ist eine coole Idee, aber auf jeden Fall. Also hätte ich Bock drauf. So, weißt du, so einen normalen Fernseher, so einen heutigen und dann daneben nochmal so auf einem kleinen Seitentisch. Dann kann man sich mit dem Stuhl umdrehen und dann da mal spielen irgendwie. Genau. Sicher, dass du noch einen Fernseher willst und nicht einfach einen coolen Beamer? Ich bin nicht so ein Beamer-Fan, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich war nie ein Fan davon. Wenn schon Beamer, dann für den eigenen Kinoraum, den ich dann auch haben müsste. Ja, genau, das ist schon richtig. Ja, und das wäre jetzt aber ein Gamingzimmer, das wäre was anderes. So. Das sind zwei verschiedene Räume, Nick. Okay. Nick, das sind zwei verschiedene Räume in meiner Villa. Ich wusste nicht, dass du jetzt eine Villa umziehen willst. Nachher denkst du auch noch, ich mache das Kino im selben Raum wie die Bowlingbahn. Also jetzt wird es aber langsam blöd. Und du willst mir jetzt sagen, der Billardtisch steht auch noch im Extra-Raum? Ja, natürlich.
Da, wo die Bar auch ist, weißt du? Also, ja. Ach, Mann, du hast den Grundriss nicht im Kopf. Na nee, gut. Nee, das hast du mir nicht erzählt. Das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, meintest du... Das kann alles in ein Zimmer. Das ist einfach ein großes Hobbyzimmer mit der Bowlingbahn, dem Beamer und... Ja, ja, genau, unter der Villa hast du doch von dem 300 Quadratmeter Keller gesprochen. Ja, das ist dann mein Keller, da darf niemand anderes rein. Hm. Meins. Gut, das war Super Mario Bros. Wir spielen das nächste Mal was anderes auf dem NES Mini. Der Zufall entscheidet, wir werden sehen, wo wir versagen werden dann. Genau, macht's gut. Tschüss.